Linzer Geschwätze. Dichtung im elektronischen Zeitalter ist, wenn man trotzdem zu Fuß nach Hause geht, um seine Handschrift zu enträtseln. Liebe aber ist, wenn daraus kein Papst entsteht. Die Psychologen streiten sich noch immer um das Ich, das Es und um das Über-Ich. Ich aber habe meine Freude mit dem Unter-Uns. Die ideale deutschsprachige Demokratie ist, wenn der Künstler Richtung Irrenhaus wandert und der Bürger Richtung Schwarzwaldklinik. Den Mann ohne Eigenschaften gibt es nur deshalb, weil jedermann vorgibt, den Mann ohne Eigenschaften gelesen zu haben. Die Österreicher sind ein verschwindend kleiner Teil der Weltbevölkerung. Es gibt aber keine kleinen Teile, die verschwinden. Was soll also diese Hoffnung? Neuerdings heißt eine Fernsehreihe Österreichische Regisseure in Hollywood. Im zweiten Programm läuft zur selben Zeit Marokkanische Techniker in Wulka-Brodersdorf. Dieses Land geht wahrlich nie in Konkurs, es macht immer nur den Ausgleich. Alle Linzer Kinder haben einen sonderbaren Husten. Die Politiker aber bemerken das nicht. Sie tagen ganzjährig in Obergurgl. Auch ein Konditor hat seine Farbentheorie. Wenn man eine Linzer-Torte bei Urfahr in die Donau schmeißt, dann kommt sie in Wien als Sachertorte an. Nach der Mülldeponie von Tokio beherbergt die Albertina die meisten Zeichnungen der Welt. Inländische Rennfahrer und ausländische Tenöre, aus diesen Karotten züchtet der Österreicher seine Möhre. Da man einst Menschen lebendig beerdigte, auf dass diese die Seele eines Herrschers bewachen sollten, ist es vorstellbar, dass längst verfaulte Politiker unser Leben bewachen. Die Suche nach Wahrheit gleicht einem chirurgischen Eingriff. Es ist, als öffnete man mit einem Skalpell den Bauch einer Graugans, um darin Professor Konrad Lorenz zu finden. Schrei nicht so, die Leute schauen schon, sagte die Mutter. Das Kind sagte, schau nicht so, die Leute schreien schon. Je länger eine Erzählung dauert, umso kürzer wird sie gelesen. Sinnvolle Zusammenhänge sind nur Kreuzfeuer im Sperrbezirk Logik. Meine Sorge gilt den Sprachphilosophen. Sie leiden an einer Stirnhöllenerweiterung, um darin ihre Bibliothek aufzustocken. Bekanntlich gibt es zwei Avantgarde-Festivals in Österreich. In Graz interessiert der Stoff, der gebügelt wird, und in Linz interessiert der Stoff, aus dem die Bügeleisen sind. Die Wiener sitzen nackert im Habelker und lesen den Falter. Rücksichtsloser Humor ist, wenn ein Ausländer in Mürzsteg Urlaub macht und in der Hofburg kampiert. Österreichs Jäger verzichten auf Schrott und Flinte für dahin. Sie besteigen den Dachstein, breiten die Arme aus und schon haben sie einen Adler in den Krallen. In der Weidmannsprache heißen sie Abfangjäger. Nun, da es längst eine künstliche Kunst gibt, frage ich mich, wann endlich Dumonts Lexikon der Ausstellungsmacher erscheint. Wenn das Müllviertel in die Luft fliegt und in Linz eine merkwürdige Himmelsfärbung bemerkt wird, dann sagt die schöne Linzerin, eine komische Stimmung heute. Der schöne Linzer aber sagt, warum, das ist doch die Klangwolke. Österreichischer Künstlerreigen. Österreichischer Künstlerreigen. So manch ein österreichischer Literat, der in den Himmel kommt, schaut nach, ob Ossi Wiener schon da ist.
Hätte der liebe Gott die Welt in 140 Tagen erschaffen, so würde Hermann Nitsch ein 139-Tage-Spiel veranstalten. Kommt man in die Hölle, so geht es einem gut, denn Gerhard Rühm war schon da und hat das Feuer auf ein Zeichen reduziert, in dem man nicht mehr verbrutzeln kann. Die merkwürdigste Arbeit, die wir von Arnulf Rainer kennen, stammt von seinen Eltern. Ihr Sohn schaut beileibe nicht aus wie eine Skulptur von Srdlička. Wenn zwei Tauben ein Aquarell in ihren Schnäbeln halten, dann sitzt Dominik Steiger auf dem Flakturm und weiß, dass ganz Wien ein Legion der Fremden ist. Augenzeugen berichteten, dass jene zwei UFOs, die über dem Attersee schwebten, wie Speisekugeln aussahen. Daraus geht hervor, dass die Erfindungen vom Attersee auch schon auf dem Mars im freien Handel erhältlich sind. Kunst macht man nur für einige ähnlich geartete Gefühlskonkurrenten.